Niner, calling Science Station Hermes. Alpha Niner, this is Science Station Hermes. We read you 555. Roger, Hermes. All clear. Sector Gamma Delta 4. Request clearance for landing. That's Roger, Alpha Niner. You are cleared for landing. Switch to station control. Switching to station control. Sync band locked. Alpha Niner, we advise Zulu Command when you're ready for debriefing. Roger, Control. Sir, reading an Antaran battlecruiser in Sector 7. Alert status, clear weapon interlocks. Alert Zulu Command to our situation. Alpha Niner, scramble. Roger, Control. Attack position, beginning my run now. Sir, we lost Alpha Niner. Divert full power to shields. Scramble already cracked. Shields down to 80%, sir. Stay on those shields. I need full power. Shields down to 60%. 50% and dropping. Launch emergency distress beacon now. Zur zeitlichen Einordnung, Episode 1 war gerade in Produktion. Sieht man. Ja, schon. Möchtest du die Begrüße vornehmen? Hallo und herzlich willkommen zu Master of Orion. Orion. Orion 2, Battle at Antares. Ja. Krass. Ein Spiel, das Jakob mitgebracht hat. Genau, hallo. Und ich darf das jetzt ausprobieren. Genau, Jan wird es unter meiner Fittiche sozusagen einmal ausprobieren. Und ansonsten hätten wir noch die Möglichkeit gehabt, das hier Hotseat zu spielen, aber das ist nicht so ganz so interessant. Auch eins der seltenen Spiele, in denen die Credits schon am Anfang zu sehen sind. Ja, Sie wissen warum. Nein, Scherz, dieses Spiel gilt auch heute noch unter wahren Kennern, als ziemlich legendär. Es handelt sich um ein rundenbasierendes Strategiespiel im Weltraum. Da entsteht derzeit ein neuer Teil von einer neuen Spielefirma entwickelt, denn wir haben am Anfang gesehen, Microprose hat das Ganze hier rausgebracht, die gibt es ja nicht mehr. Friede ihrer Asche, genau. Ja. Deswegen, der Name ist verkauft worden, es wird ein neues Spiel entwickelt und... Moment, ich muss dich kurz unterbrechen. Ja? Der Name Nguyen, der mich am FutureNet... Das stimmt, aber der hieß nicht Heu mit Vornamen, ne? Der hieß Stroh. Achso, ja, Björn Nguyen. Ja, genau, aber entschuldige bitte, das fiel mir nur gerade ins Auge, dass die Brüder Nguyen hier dabei sind. Also wie gesagt, ein neues Spiel ist in Entwicklung. Der Firmenchef der neuen Spielefirma, der steht auch so richtig auf diesen zweiten Teil. Es gab halt noch einen ersten und einen dritten. Die sind nicht ganz so legendär gewesen, meiner Meinung nach. Und deswegen spielen wir jetzt mit Jan den zweiten und wollen dann vielleicht auch direkt in ein neues Spiel einsteigen. Genau, ich habe das Spiel auch noch nie gespielt. Ich habe davon auch nichts gehört, obwohl ich eigentlich auf das... Also ich stehe generell auf Echtzeitstrategie. Rundenbasiert ist auch okay, denke ich. Also es ist... Ja, mich macht das Echtzeit immer ein bisschen hektisch, aber ich glaube, das liegt in meiner Person begründet. Ja. Um ehrlich zu sein, man schafft es auch auf unmöglich, aber du kannst es ja erstmal auf normal stellen oder so. Ja, Durchschnitt. Ich bin Durchschnitt, genau. Okay. Man kann die Galaxiegröße eben noch verändern. Das Ganze erinnert an dieser Stelle eben auch schon stark an Civilization. Ich habe was anderes hier übrigens gelesen. Ja, wir befinden uns in einer orgasmenreichen Galaxie. Da hören wir schon einen wunderbaren Tonwackler. Wir kümmern uns gleich darum. Ich würde sagen, wir machen jetzt ja trotzdem erstmal weiter. Wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal weiter. Vielleicht spielen wir von Above Common ein paar coole Songs ein. Okay. Könnten wir natürlich. Ach so, ja, kenne ich den Menschen, ja.
Genau, Players, das ist nicht die Einstellung jetzt, was Multiplayer betrifft, sondern wie viele Völker denn im Spiel vertreten sein werden, denn wir befinden uns eben in einer Galaxie, in der zahlreiche Spezies die Weiten des Alls bevölkern. Ich kann dir gleich, während du dich da durchklickst, nochmal die empfohlenen Einstellungen sagen. Ja, also bitte. Bei Galaxy Age würde ich das auf Durchschnitt, auf Durchschnitt lassen. Das eine bedeutet organismenreich, dass es mehr bewohnbare Planeten in der Galaxie gibt. Die sind dafür rohstoffärmer und das andere heißt mineralienreich. Genau, das ist eben das Gegenteil. Es gibt recht viele rohstoffreiche Planeten, die dafür aber nicht besonders gut bewohnt werden können. Gibt es da noch ein Add-on? Ein Hitler-Add-on? Ich habe ein bisschen Angst, in welche Richtung das hier geht. Ja, wir streichen diese Passage. Nee, das tun wir nicht, das bleibt drin. Damit wir auch recht schnell auf andere Spezies treffen, würde ich vorschlagen, dass wir eine hohe Völkerzahl da unten links dann uns mal genau, 8 ist das Höchste, was geht. Also habe ich 7 Opfer. Du hättest 7 Opfer, genau, okay. Also wenn du nicht selber Opfer wirst. Tech-Level ist ist tatsächlich ein Wissensstand, auf dem man am Anfang schon ist. Da würde ich eben auch Durchschnitt empfehlen. Da muss man nicht mehr jeden Hi-Yo-Pi erfinden, um das All bereisen zu können. Mhm. Und dann geht das schon ganz gut. Tactical Combat würde ich anstellen, Random Events würde ich auch anstellen, das sind immer ganz lustige Angelegenheiten. Und Antarans Attack, das ist, du hast vielleicht schon den Untertitel gesehen, ja. Battle at Antares. Letzten Endes eine der Arten und Weisen, wie man dieses Spiel gewinnen kann, ist in eine andere Dimension zu den Antaranern zu reisen und dort den Heimatplaneten einzunehmen. Andersherum kommen aber auch ziemlich häufig die Antaraner zu uns in die Galaxie und greifen uns ziemlich random an. Sind die Antaraner eine Mischung aus Ameise und Spinne oder sowas? Ich glaube, genau so ist es. Ich glaube, es gibt sogar eine Galaxie namens Antares, deswegen, das könnte sogar ja, wegen, sein. Ich bin da ein Sprach, ich bin ein Linguist. Hobby- und Profilinguist. Ja, gehst auch gerne zum Philologen-Talk und okay. Zur Etymologen-Konferenz. Okay, wir haben alles eingestellt, dann accept. So, dann kommt nämlich jetzt der spannende Teil. Dies sind die Völker, da ist Hallo. Jan direkt auf dem richtigen Bild gelandet. Ja. Das sind die verschiedenen Spezies, unter denen wir hier wählen können. Das erinnere mich, also auch was du gerade erzählt hast, so vom Setting mit dieser Dimension, erinnere mich alles ein wenig an Ender's Game. Falls dir das was sagt. Leider nicht, nee. Eine Sci-Fi-Reihe aus den 80ern oder 70ern. Der erste Teil wurde auch verfilmt. Ach so. Ist eine ganz bekannte Sci-Fi-Reihe, sehr, sehr gut. Also Buch. Ein Buch, genau. Ach so, nee, deswegen kenne ich es nicht. Ja, da muss man mit Seiten genau. lesen. Also hier haben wir die, Moment, lass mich überschlagen, 15, 13, so ähnlich. Es sind 13 Völker, unter denen wir wählen können. Customize, ich dürfte mir selber ein Volk erstellen. Du könntest dir selber ein Volk erstellen aus den Bildern, die die anderen Völker haben, mit eben anderen Eigenschaften. Ah, okay. Ja, du kennst jetzt hier kein Bitmap, was du vorher in Paint gezeichnet hast. Ich hätte hier mein 32 Millionen Farben Bild da reingeladen. Hallo? Oh Gott, wir sind jetzt schon 9 Minuten drin. okay, was soll's. Das sind die Zuschauer vom WWF Attitude gewohnt, dass man einfach mal 2 Folgen lang nur im Menü ist, um einen Charakter zu erstellen. Moment, ich dachte Folge 5 ist die legendäre Folge. Ja, reden wir nicht drüber. Ja. Genau, wie man unter dem Bild auch sieht, haben alle diese Völker Vor- und Nachteile zum Spielen. Mhm. Die könnte ich jetzt im Einzelnen mit dir durchgehen, also aber ich muss sagen, es nicht unbedingt. Fantastische Händler, Glück und Diktatur, eine nähere Charakterbeschreibung für mich kann ich mir gar nicht vorstellen. Okay, das sind eben auch die Händler, das ist so die Händlerspezies. Wobei, ich bin ja sonst friedlich gesinnt, aber okay, ich bin ein bisschen auf Krawall gebürstet. Machen wir es so rum, genau. Du sagst mir, wie du bist und ich wähle dir ein Volk aus. Ich bin, die erste Eigenschaft, die mir zu mir selbst einfällt, attraktiv. Ja, dann bist du mit der Maus vielleicht schon richtig. Ja. Ich bin hinterhältig.
Ja, das ist wiederum dieser hier. Das ist die Spionage-Rasse. Ich bin auch einer Diktatur nicht abgeneigt, wenn der richtige Diktator an der Macht ist. Wenn du hier die Völker mal durchguckst, da sind eigentlich die meisten Diktatur. Das ist so der Default. Ja. Ich habe das Gefühl, das hier erinnert mich ein bisschen an Skyrim. An die, wie heißen sie, Kashyyyk? Wie heißt diese? Also ich glaube, dieses Spiel gab es vor Skyrim, wenn ich mich nicht irre, aber... Ja, ich glaube, The Elder Scrolls ist ja von Anfang der 90er. Oh. Es ist, glaube ich, aus dem gleichen, oder Mitte der 90er ist, glaube ich, Elder. Ist ja auch egal. Weißt du was? Mhm. Ich nehme jetzt, ich nehme nicht die, nein, die nimmst du am besten nicht. Da steht abstoßend, widerstandsfähig und Diktatur. Ja, und Litovoren, das ist ein geiler Vorteil, aber abstoßend ist ein unglaublich großer Nachteil, weil dir damit die ganze Diplomatie flöten geht. Ah. Die ganzen anderen Völker wollen nicht mit dir reden, weil sie dich ganz schön eklig finden und du bist ja auch in der Tat dann eine ziemliche rosa Wolke. Ja, ein Silikonkissen. Ja, sowas halt. Ich glaube, ich nehme die Bulrati. Okay, das ist eine Kriegerrasse, die halt im Bodenkampf auch sehr gut ist und ja, jetzt so erstmal keine großen Nachteile mit sich bringt. Keine Nachteile, das klingt nach einem kompromissbereiten. Moment, lass mich raten. Ihr wisst, was jetzt kommt, ich muss mein Mikro zur Seite legen. Ja. In all caps, bist du sicher? Ja. Die Leute sollen ja auch schon wissen, jetzt kommt der Fick-Express und würde ich alle aus der Galaxie bumsen. Ja, genau, du kannst ja eine Farbe auswählen. Ich nehme natürlich Münster Medienrot. Ja. Ich könnte natürlich auch Remastered Blau wählen, aber... Wie wäre es denn, naja gut, das Lila da ist kein richtiges Magenta. Also, ja, nimm mal ruhig Rot, ist okay. Wolltest du Weitwinkel Magenta? Ja. Tut mir leid. So. Ja, so war es auch mit der ersten Folge. Nein, wir können noch... Oh. Ja, nö, es ist okay. Heimatstern. Ja, genau, den benennst du jetzt noch und dann beenden wir die Folge am besten mal. Der Stern Remastered. Ja, oder? Ist das nicht... oder ich könnte ihn auch Henrietta Van 6 nennen. Oder Sami Deluxe. Wie aber Pokémon hast du nicht gesehen, ne? Doch, so ein bisschen sogar. Oder so Fiegel die ersten zwei Staffeln oder so. Wieso denn das jetzt wieder? Weiß ich nicht. Das ist halt Sami Deluxe war und Pisa Sam. Ach so. Ah, kapiere ich. Dachte, jetzt wollte ich sonst noch sowas wie Las Miranda den Sevilla vorschlagen oder so. Aber okay, bleiben wir mal beim Stern Remastered. Wir sind ja auch die Stars von Remastered, insofern akzeptieren wir das und beenden, glaube ich, erstmal die erste Folge hier. Danke fürs Zugucken. Wir sehen uns dann. Jakob und ich treffen uns nächste Woche wieder. Bis dann, alles Gute. Ciao.